Wir sind hier in Gärden im Rathaus, im wunderschönen Rathaus, und dürfen hier heute eine Blutspendeaktion veranstalten mit Gärdener Bürgerinnen und Bürgern. Man legitimiert sich durch Personalausweis. Wenn man hat einen Blutspendeausweis, dann gibt es einen Fragebogen, der ganze Formalkram, den brauchen wir auch, damit die Spende sowohl für den Spender als auch für den Empfänger sicher ist. Ein kurzes Arztgespräch wird geführt und dann geht es schon ab zur Blutspende. Wir hatten in der Pandemie letztlich auch eine Spendemüdigkeit. Die haben wir so ein bisschen aktiviert durch ganz viele Aufrufe im Rahmen des Weltblutspendetags am 14. Juni. Das hat auch 4 Wochen gut funktioniert, aber jetzt geht es wieder deutlich runter und unser Konservenbestand am Lager, der sinkt wieder in ein Maß, wo wir sagen, das ist nicht ganz so schön. Wir benötigen für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen durchschnittlich am Tag 2300 Blutspenden. Nachdem wir in den angesprochenen Aktivitäten auch deutlich über dieses Maß gekommen sind und sich unser Konservenbestand etwas erholt hatte, der war nämlich auf einem Niedrigstand vor dem 14. Juni, begrüßen wir jetzt leider nur noch so um die 1600, 1800 Spenderinnen und Spender jeden Tag, sodass wir die Sorge tragen, dass wir nicht über den Sommer kommen. Notfallpatienten werden immer versorgt werden, dafür sorgt die nationale Notreserve. Angewiesen sind grundsätzlich erstmal Menschen, die eine Operation haben, die verunfallt sind und da Blutkonserven benötigen, oder eben halt Menschen in der Krebstherapie oder die sich eines kardiologischen Eingriffes unterziehen müssen, eine Herzklappe bekommen etc. Die sind grundsätzlich auf Blutspenden angewiesen. Diese Zeit sich zu nehmen, um Menschen zu helfen, die darauf angewiesen sind. Blut kann man nicht künstlich herstellen. Patientinnen und Patienten sind auf eine Blutspende, auf ein Blutpräparat angewiesen.